Hallo liebe Freunde, ich bin der Werner Habermeyer von dem Aquadea Kristallwirbelprojekt und ich möchte euch heute ein bisschen was zeigen bezüglich Messverfahren. Also, und dazu habe ich jetzt im Internet ein Elektrolysegerät bestellt. Wir haben hier ein TDS-Messgerät. Das sind alles Messgeräte, mit denen man den Salzgehalt im Wasser bestimmen kann. Ja, ein TDS-Messgerät, der misst einfach die Leitfähigkeit vom Wasser. Heißt, ich habe hier zwei Elektroden. Ich halte das mal da ganz nah hin, vielleicht sieht man das ein bisschen. Da sind zwei so Metallstäbe und zwischen den Metallstäben fließt Strom, wenn ich das Wasser einschalte. Ganz wenig Strom. Ja, und wenn jetzt das Wasser keine Salze beinhaltet, also ein leeres Wasser ist, ein destilliertes Wasser oder ein Umkehrosmosewasser, dann kann das so gut wie keinen Strom leiten. Das heißt, dann habe ich hier einen ganz niedrigen Wert, so 10, 20, 50 Mikrosiemens. Mikrosiemens kann man in ppm umwandeln, dann wäre es ungefähr das Doppelte, also 10 Mikrosiemens sind meines Erachtens 20 ppm. Genau, Parts per Million kann man eigentlich nur wirklich bestimmen über Lichtverfahren, also über ein Laser, mit dem ich dann die Teilchen tatsächlich zählen kann. Aber hier bestimme ich eigentlich nur die Leitfähigkeit, also wie viel Salz ist im Wasser. Das sagt jetzt nichts darüber aus, ob jetzt irgendwelche Giftstoffe im Wasser sind, ob Bakterien im Wasser sind. Ja, genau. Also eigentlich ist es gedacht dazu zu schauen, ob bei einer Umkehrosmoseanlage die Membran funktioniert. Weil wenn die Membran irgendwann Löcher bekommt, ja, dann kann Wasser mit Salzen drin durchgehen, also mit Calcium, Magnesium. Und dann steigt der Leitwert an und dann weiß ich, okay, meine Membran ist nicht mehr ganz dicht. Oder ich muss einfach mal ganz stark spülen, die Umkehrosmoseanlage. Dann kann es sein, dass sich es wieder normalisiert. Genau, weil die Salze im Wasser bei uns in Deutschland sind primär Calcium, Magnesium, die das Wasser leitfähig machen. Und das sind eigentlich keine giftigen Stoffe, sondern Calcium, Magnesium kann der Körper gut verwerten. Und teilweise auch indirekt über die Mikroorganismen im Darm. Aber das ist ein eigenes Thema. Genau, also jetzt habe ich mal so ein Gerät gekauft. Ich habe hier mal ein gefiltertes Leitungswasser. Ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich halte das mal rein hier. Und dann, ich muss es vorher anschalten. Genau, so jetzt halte ich es rein. Und dann sieht man, hier ist jetzt so 200 Mikrosiemens ungefähr. Genau. Das heißt, hier sind relativ wenig Salze drin. In München hätten wir so 500, 600 Mikrosiemens, also deutlich höheren Mineralstoffgehalt. Ja. Jetzt habe ich hier ein Osmosewasser abgefüllt oder destilliertes Wasser. Also hier ist es jetzt von einer Umkehrosmoseanlage. Mache ich mal voll. Dann schauen wir hier mal rein. Und genau, so an ist er. Und was zeigt er? Er zeigt ca. 20 Mikrosiemens, ja. Genau, das heißt, das ist praktisch ein Umkehrosmosewasser, wo so gut wie keine Mineralstoffe mehr drin sind. Ja. Wenn ich die Mineralstoffe tatsächlich so hoch rausbekomme, dass er nur noch 20 Mikrosiemens anzeigt, heißt das eigentlich auch, dass alle anderen Giftstoffe auch größtenteils draußen sind. Wenn ich jetzt einen Filter habe, Aktivkohleblockfilter, und der zeigt weiterhin 200 Mikrosiemens an, dann heißt es nicht, dass noch die Giftstoffe drin sind, sondern ich kann mit einem Aktivkohleblockfilter die ganzen organischen Stoffe rausnehmen, Medikamentenrückstände, Hormone, Pestizide, Schwermetalle etc. Also all das, was eigentlich nicht reinkommt, nicht reingehört. Aber die
Calcium-Magnesium-Werte bleiben praktisch unverändert. Okay, jetzt habe ich hier, ja, wir können noch kurz mal Leitungswasser testen. Da habe ich hier eins abgefüllt, das ist jetzt reines Leitungswasser. Das dürfte jetzt die gleichen Werte ungefähr haben wie die. Also das hat jetzt auch 200, 210, genau, also es ist fast identisch mit dem gefilterten Wasser. Da sieht man in der Regel keinen großen Unterschied. Okay, das war jetzt das Leitungswasser, tue ich mal wieder weg. Und jetzt habe ich noch ein Gerät gekauft. Das ist ein Elektrolysegerät, weil ich habe im Internet entdeckt, dass hier immer ganz wilde Messungen gezeigt werden und ganz spannende Behauptungen, was dann für Giftstoffe alle im Wasser sind. Also, jetzt habe ich so ein Gerät besorgt. Das sind die Elektroden, die zu dem Gerät gehören. Jetzt schauen wir uns mal an, aus was für Material die sind. Das steht jetzt nämlich nicht dabei. Das ist jetzt Magnet. Heißt, es zieht nicht an. Vom Gewicht her könnte es, ist es wahrscheinlich entweder Aluminium. Also ich schätze mal, es ist Aluminium. Und das dunklere hier, ah ja, das ist reines Eisen. Wenn es Edelstahl wäre, dann würde es nicht oder ganz wenig nur anziehen. Das heißt, es ist reines unbehandeltes Eisen, was, wenn es nass wird und nicht lackiert ist in irgendeiner Weise, sehr schnell zum Rosten anfängt. Okay, jetzt schraube ich das mal da drauf. So, und jetzt haben wir hier Unterosmosewasser. Hängen wir das mal rein hier und lassen das laufen und schauen, was passiert. Eigentlich dürfte jetzt gar nicht viel passieren, weil Unterosmosewasser den Strom so gut wie gar nicht leitet. Genau, also hier bilden sich ein paar Bläschen bei der Aluminiumelektrode. Ich klopfe mal, ja, geht ein bisschen Luft weg. Jetzt nehmen wir mal das Leitungswasser, das reine Leitungswasser, weil das die gleiche Glashöhe, und stecken das hier rein. Also das Leitungswasser hat jetzt 200 Mikrosiemens und schauen, was da passiert. Da sieht man deutlich intensive Reaktionen, weil Strom fließt. Es ist einfach Calcium-Magnesium da. Das lässt Strom im Wasser leiten. Was jetzt passiert? Der Strom fließt von der einen zur anderen Elektrode. Und während dem Stromfluss spalten sich winzigste Moleküle vom jeweiligen Metall ab. Ja, das heißt, ich habe hier einen hochbeschleunigten Rostprozess von der Eisenelektrode. Ja, das sagt jetzt gar nichts aus, ob hier irgendwelche Giftstoffe im Wasser sind. Ja, das sagt eigentlich nur aus, dass Leitungswasser stärker Strom leitet und dadurch es zum Rosten kommt. Ah, hier sieht man, okay, das Unterosmosewasser leitet doch etwas den Strom und hier beginnt auch schon ein Rostprozess. Jetzt mache ich das gleiche mal noch mit dem gefilterten Leitungswasser. Das dürfte eigentlich ganz, ganz ähnlich sein. Ich tausche die jetzt mal. Oh, und es ist auch ganz schön warm worden hier. Das heißt, da fließt wirklich heftig Strom durch, dass sich das Wasser gleich erwärmt. Das heißt, ich habe hier eigentlich einen Tauchsieder gekauft. Geräte, um kolloidales Silber oder kolloidales Gold herzustellen, die sind genauso aufgebaut. Nur habe ich dann reine Silberelektroden, wo Silberatome abgespalten werden durch den Stromfluss, ins Wasser gehen und ich dann ein Wasser mit einer Silbersättigung habe. Und das ist ganz spannend, wir haben da mal Messungen gemacht, wenn ich hochverwirbeltes Aquadea-Wasser nehme zum kolloidalen Silber herstellen, dann kriege ich viel kleinere Silberpartikel, weil in dem Wasser laufen Mikro-Nano-Wirbel weiter und
die führen dazu, dass sich kleinere Teilchen abspalten können, weil eine hohe innere Bewegung im Wasser ist. So, jetzt haben wir hier das gefilterte Wasser. Ungefähr gleiche Zeit. Es baut sich auch Schaum oben auf. Vielleicht nicht ganz so viel wie beim Leitungswasser, aber es scheint jetzt keinen großen Unterschied zu machen. Ich tue das jetzt mal wieder raus, bevor es mir zum Kochen anfängt. So, da mal ausschalten. Genau, also man sieht, der Eisenstab hat stark zum Rosten begonnen. Ja, und es qualmt. Also es ist sehr heiß geworden. Es ist doch ein guter Strom da drauf. Mal schauen, wo ich es hinlegen kann. So. Okay. Die Wässer. Also ich merke jetzt keinen Riesenunterschied zwischen dem gefilterten und dem Leitungswasser. Beim Osmosewasser ist oben, sieht es eher aus wie Kaffee. Also es ist ein schönes Braun. Das heißt, ich habe hier das reine Eisen von der Elektrode. Beim Leitungswasser ist es eher sehr dunkler Kaffee, also kein hellbraun wie beim Osmosewasser, sondern dunkelbraun. Und beim gefilterten ist auch dunkelbraun. Das heißt, hier habe ich die Verbindung von Calcium-Magnesium mit dem Eisen. Und das macht einfach eine dunklere Färbung. Genau. Also das Gefilterte sieht ein bisschen, scheint ein bisschen weniger Stoffe drin zu haben als das Leitungswasser. Okay, gut. Also jetzt haben wir gesehen, dass der Dreck, der erzeugt wird im Wasser durch so ein Gerät, durch die Eisenelektrode kommt. Weil die enorm schnell rostet, sobald Strom fließt und dieser Rost ins Wasser geht. Das heißt, ich habe hier einfach ganz viele Eisenpartikel. Also mal schauen, ob das irgendwie auch anzieht. Also mit dem leichten Magneten sehe ich jetzt hier keine Bewegung. Da müsste es wahrscheinlich stärker sein, der Magnet. Genau. Also es sei denn, man tut Eisenpartikel ins Wasser, dann kann man so, aber das ist Augenwischerei. Ich habe noch was vergessen. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal Umkehrosmosewasser und machen noch einen Versuch. Einmal Umkehrosmosewasser und dann nehmen wir hier einmal Leitungswasser gefiltert. Tun mal die ein bisschen auf die Seite. So. Ich mache jetzt den Zettel mal hierher. Und das nicht verwechseln. Und jetzt tauchen wir hier die Elektroden ein. Und machen das Spiel nochmal. Also man sieht hier viel schnellere Reaktionen beim Leitungswasser wegen dem Calcium-Magnesium. Und jetzt tue ich ein bisschen Kochsalz ins Umkehrosmosewasser, um einfach die Leitfähigkeit vom Wasser zu erhöhen. Und man sieht, das Wasser leitet jetzt extrem stark. Ja, hoffentlich ist nicht zu viel drin. Genau, und es fängt an zu brutzeln und Schaum zu bilden. Vielleicht ein bisschen höher tun, damit es keinen Kurzschluss gibt. Genau, das heißt, wenn ich ein entmineralisiertes Wasser, sei es destilliertes Wasser oder Umkehrosmosewasser, etwas Salz reingebe, wird es extrem leitfähig. Und ich habe hier diese Reaktion. Jetzt tue ich es mal raus, weil sonst wird es zu heftig. Das heißt, hier hat sich jetzt in kurzer Zeit enorm viel Eisen auch im Umkehrosmosewasser gelöst. Und das nur, weil ich eine Prise Salz rein habe. Liebe Zuschauer, noch ein kleiner Nachtrag.
Und zwar gibt es diese Geräte auch so, dass zwei Aluminium-Elektroden sind oder zwei Edelstahl-Elektroden, sodass überhaupt kein Eisen sich abträgt. Das heißt, wenn ich es ins Umkehrosmosewasser hänge, dass dann da auch gar nichts passiert. Ja, also das liegt dann auch oft an den verwendeten Elektroden. So, jetzt haben wir eigentlich mal gezeigt, was machen diese Geräte tatsächlich, weil im Internet wird oft was komplett anderes erzählt. Da wird einem erzählt, hu, schau mal, wie viel Giftstoffe dein Wasser drin hat und wie schrecklich das ist. Und das stimmt einfach nicht. Das ist einfach die pure Lüge. Und es ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung, die Menschen so über den Tisch zu ziehen. Deswegen mache ich jetzt hier dieses Video, um euch einfach zu zeigen, was physikalisch da dahinter steht. Genau. Soweit mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Tschüss.